Der menschliche Geist präferiert kurzzeitige Belohnung über das Verändern von Verhaltensmustern, von Gewohnheiten. Wir hatten Herrn Rossi schon. Herr Rossi sucht das Glück. Und er sucht das Glück. Jetzt habe ich dummerweise das Glas nicht. Ich kann das nachher einblenden. Es gibt so kleine, im Biomarkt, kleine Gläschen mit in erster Linie Mayonnaise drin. Und da steht oben drauf Glück im Glas. Ja? Das ist das Problem bei Herrn Rossi. Ja, das ist nicht ein Ding. Sondern das ist eine Veränderung in der Gewohnheit, in vielen verschiedenen Gewohnheitsmustern, die man selber bei sich erkennt, hin zu mehr Zufriedenheit, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut, Liebe war Weisheit, gleiche Richtung. Also die Kultivierung in diese Richtung. Und das hat viele verschiedene Verhaltensmuster, je nach Persönlichkeit. Und das ist eben nicht, ich setze mich hin und jetzt fühle ich mich wohl und dann ist gut. Ja. Bloß das geht eben durch alle Yoga, Qigong und so weiter Kurse. Wenn ich das verkaufen will oder auch dieses hier, dann muss ich kurzzeitige Belohnungen abliefern. Ne? Ich mache das so und so, dann geht es mir gut. Dann komme ich nächstes Mal wieder. Das Problem ist, wir lernen Entspannung zum Beispiel. Ne? Wir kommen hier nicht her und dann sind wir entspannt oder wir werden entspannt. Das ist das, was der Affengeist sucht. Ne? Diese kurzzeitig Erfolg fertig. Das bringt aber eben keine dauerhaften Erfolge. Die wirklichen Erfolge kommen eben durch Erkennen, was steht meinem Wohlfühlen in dem Fall im Wege, wie kann ich da schlau mit umgehen, dass sich Wohlfühlen in Zukunft entwickelt. Und schon habe ich 150.000%, hätte ich beinahe gesagt, also die meisten Leute verloren, weil es einfach, da muss ich ja was machen, habe ich keine Lust zu. Und alle Wege, die eben darauf eingehen, dass man die Leute da abholt, die kommen den Leuten so nahe, dass sie quasi einen Abweg kultivieren. Ja? Weil wenn ich immer nur kurzfristige Belohnung liefere, komme ich niemals in Richtung Selbsterkenntnis, niemals zu einer Änderung von Verhaltensmustern. Das ist das Problem, was ich auch mit dieser Geschichte hier habe. Ich müsste das ja so machen, dass viele Leute dem folgen, aber ich bin da enorm vorsichtig mit. Genug Gequatsche, aber das ist ein Faktum. Also dieses, man sucht kurzfristig eine Lösung. Zu viel zu lernen habe ich sowieso, will ich nichts von wissen, ich will jetzt sofort eine Lösung, eine Antwort. Und der Weg ist da drin, halt, überleg doch mal, fühl, was deiner Zufriedenheit im Wege steht. Ja? Und dazu gibt es bestimmte Methoden, die kann Meister langsam beibringen. Die eine Methode, die Hauptmethode, die allerwichtigste, machen wir jetzt. Und zum Schluss, falls ihr noch Fragen habt, gucke ich mir die an und schaue, ob wir da was. Ob ich was darauf antworten kann. Lass uns mal einfach für 5 Minuten Urlaub spielen. Die Augen schließen. Auf den Körper achten. Schauen, ob man noch angenehmer sitzen kann. Zur Ruhe kommen lassen, von selber, die Augen geschlossen.
Aufmerksamkeit auf das, was gefühlsmäßig und geistesaktivitätsmäßig so los ist. Und dann, wenn auch das von selber zur Ruhe gekommen sein sollte, ja, wenn nicht, dann bleib bei dem, was da gerade los ist. Dann ist das euer Meditationsobjekt. Aber wenn beides, Körper und Geist, zur Ruhe gekommen sind, dann bleibt nur noch der gesamte Körper, wie er da atmet. Und dann sollte eigentlich von selber so eine innere Zufriedenheit, Leichtigkeit, eine Freundlichkeit, das innere Lächeln von selber entstehen. Eigentlich gar nicht entstehen, sondern zum Vorschein kommen. Weil es ist immer da. Und dieses Wohlbefinden, diese Zufriedenheit, die lässt sich kultivieren, die trägt wirklich, ist kein kurzfristiges Erfolgserlebnis. Es wird mehr und mehr, den ganzen Tag über. Noch anderthalb Minuten mit eurem eigenen Atem in Zufriedenheit, mit einem inneren Lächeln. Noch drei eurer eigenen Atemzyklen. Öffnet langsam wieder eure Augen. Also man kann das wirklich kultivieren, aber der Weg ist eben mit Selbsterkenntnis.